Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute wurde ein brandneues Pokémon angekündigt, nämlich Pokémon Legends Z-A. Pokémon Legend Arceus bekommt einen Nachfolger, der ist wie gesagt Pokémon Legends A, und das bringt uns zurück in die Region von Pokémon X und Y. Knapp 13 Minuten dauerte das Pokémon Presents Event zum Pokémon Day 2024. Im Zuge des Livestreams gab es unter anderem Updates zu Pokémon Sleep, Unite und etc. Aber auch eine Überraschung am Ende. Ein neues RPG aus dem Hause Game Freak natürlich. Pokémon Legenden Z-A heißt der neue Titel. Hierbei handelt es sich also nicht um ein klassisches Pokémon RPG, sondern um ein Nachfolger von Pokémon Legenden Arceus. Anders als im Switch-Spiel aus dem Jahre 2022 geht es dieses Mal allerdings in ein futuristisches Szenario. Wann erscheint dieses Spiel? Das Spiel erscheint 2025 für Nintendo Switch Systems. Auf der offiziellen Nintendo-Seite konnte man sehen, dass die Spiele für die Nintendo Switch-Konsolen rauskommen. Mit dem könnte gemeint sein, dass es auch für die nächste Konsolengeneration von Nintendo rauskommt. Legenden Z-A führt uns zurück in die Kalos-Region, die wir bereits aus den Pokémon-Editionen der 6. Generation X und Y kennen. Konkret verschlägt es uns im neuen Legendenspiel aber hauptsächlich wohl in die Stadt Illumina City. Das können wir in der Videobeschreibung unter dem Trailer auf YouTube entnehmen. Ein neues Abenteuer wartet innerhalb von Illumina City, wo ein Umstrukturierungsplan der Stadt geplant wird, der die Metropole für Menschen und Pokémon gleichermaßen gestalten soll, heißt es dort konkret. Klingt also ganz nach, als ob wir Illumina City bis zu einem gewissen Grade selbst gestalten können. Wie das konkret aussieht, wissen wir aber noch nicht. Da uns hier also ein neues Legendenspiel erwartet, ist aber davon auszugehen, dass wir bereits in Arceus die Erkundung der Open World von Illumina City sowie das Sammeln von Pokémon im Fokus stehen wird. Da dieses Spiel 2025 rauskommt, kann dem Spiel sehr gut tun, denn die letzten Pokémon-Spiele waren jetzt nicht wirklich so gut, aber ich denke, der Grund, warum dieses Spiel 2025 und nicht 2024 rauskommt, ist der, dass das Spiel gleichzeitig zum Release der neuen Konsole von Nintendo rauskommt. Da wir noch kein Gameplay gesehen haben, kann man noch nicht wirklich sagen, wie das Spiel sein wird, deshalb bin ich noch nicht gehypt. Aber wie sieht es bei euch aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.